Ja, heute haben wir das Handlungskonzept Zukunft Wohnen Düsseldorf beschlossen, zusammen mit CDU und FDP. Das ist sicherlich ein Novum. Vor vielen, vielen Jahren, das sind jetzt schon fast 10 Jahre, haben wir angefangen, wohnungspolitisch in Düsseldorf zu kämpfen für preiswerten Wohnraum und auch dafür, dass wir die Investoren ja im Grunde genommen dahin bringen müssen, dass sie das tun, indem wir dazu Regelungen schaffen. Das ist ganz, ganz viele Jahre abgelehnt worden und jetzt gibt es ein Handlungskonzept seit heute, seit eben, in dem dieses festgelegt ist. Zwar nicht mit der gleichen Quote, die wir derzeit vorgeschlagen haben, aber mit einer ja, gesplitteten Quote. Das heißt, wir haben jetzt nicht 30%, sondern 20% geförderten Wohnraum und 20% preisgedämpften Wohnraum. Das ist ein Wohnraum für die Menschen, die nicht Hartz IV bekommen oder Ähnliches und die sich dennoch den Wohnraum in Düsseldorf nicht leisten können. Das ist sozusagen der Versuch, den sehr teuren Wohnraum in Düsseldorf, der weit über 10 Euro liegt, etwas runterzudrücken. Das ist, denke ich, eine gute Sache. Das Problem war, dass im Handlungskonzept beschrieben war, dass das erst dann gilt, wenn man 100 Wohneinheiten oder mehr baut. Wir haben gesagt, das kann nicht sein. Wir haben so viele kleine Grundstücke. So, jetzt ist das flexibilisiert worden. Man muss sehen, ob das greift. Wir haben jedenfalls das rein verhandelt. Wir haben aber auch gesagt, und das, denke ich, ist jetzt auch neu, dass die städtische Wohnungsgesellschaft nicht so weiter agieren soll wie bisher, so stand es drin, sondern dass sie zusätzlich gestützt wird. Sie wird auf jeden Fall zunächst erstmal 1,5 Millionen kriegen, damit sie energetisch modernisieren kann und auch andere Maßnahmen machen kann. Und sie soll eben auch zusätzlich bauen. Die Genossenschaften sollen gefördert werden, damit die bauen können. Also es gibt sozusagen eine ganze Reihe an Maßnahmen. Eine wesentliche Maßnahme vielleicht noch, die Sie wissen sollten. Es wird auch so sein, dass die Wohngruppen und die Baugruppen in Düsseldorf stärker gestützt werden, wenn sie Projekte, Wohnprojekte auf die Bühne bringen. Die haben ja bisher sehr große Probleme gehabt, zeitliche auch. Da vorwärts zu kommen, das soll stärker gestützt werden. Wir werden jetzt schauen müssen, ob dieses Handlungskonzept greift. Wir werden auf jeden Fall das Konzept stark begleiten.